So, ganz kurzes Update-Video. Was man im Hintergrund sieht, ist VTuber-Memory. Ich habe noch ein bisschen was dazugefügt, noch ein paar Karten. Und dann Mehrspieler-Modus ist für bis zu 4 Spieler auf einem Gerät. Entweder oder alleine gegen die Uhr oder ohne Uhr, mal so aus Langeweile. Ja. Da bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich könnte demnächst mal mit der PC-Version anfangen. Das wird auf jeden Fall noch erweitert, das Ding. Aber ich bin jetzt halt an einem Punkt, wo ich denke, ich das mit einer PC-Version anfangen könnte. Und das, was man hier sieht, das wird noch in der PC-Version überarbeitet, so dass es auf dem PC besser passt. Und da kommt dann auch ein Multiplayer-Modus online dazu. Das will ich damit auch ausprobieren. Ja, der Links vom unter den Videos habe ich im Übrigen bereits aktualisiert, auch im Shop. Also da kriegt man jetzt schon die aktuelle Version. Ich überlege gerade, ob ich das in den Android Store stelle. Ja, jetzt durfte ich alles gesagt haben, was wichtig war. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Auch unter dem Link Video ist erstmal der aktuelle Link zur Android-Version. Und ja, das müsste es gewesen sein.